Sollen wir mal winken? Winken Sie mal. Ja, gucken Sie, winken. Gucken Sie, winken. Jetzt fühlen wir uns wie die Royals. Ja. Wenn Sie im Supermarkt manchmal sind, ne? Ja. Wollen Bananen kaufen oder was auch immer, und Sie merken, die Leute gucken Sie alle irgendwie an und Sie denken sich, hey, habe ich noch einen Schlafanzug an, warum gucken die Leute alle? Ja, und dann fällt Ihnen ein, ach nee, ich bin ja berühmt in Hamburg. Naja, berühmt, also bekannt würde ich mal sagen. Berühmt sind Schauspieler und Musiker. Die ja, aber ja die auch, meisten Leute kennen Sie hier schon. Ja, genau. Das ist auch, die Hanseaten sind aber auch so freundlich, dass sie als nicht einen immer sofort ansprechen, selbst wenn sie mich erkennen. Heute Abend wieder in so einem Stadtteil, dann sagen wir, ups, jetzt ist was mit dir. Krank war nicht drin. Gott sei Dank. Ja, ja. Ist aber nicht, explodiert auch nichts, habe ich mir sagen lassen. Ich würde Sie jetzt nicht so einschätzen, Sie sind ja eher ein bisschen ruhigerer, zurückgenommener Typ, dass Sie so denken, ja, hallo, hier bin ich. In Hamburg wünscht man nicht unbedingt immer so diesen Show-Charakter. Sondern ja. Politik ist auch was Ernsthaftes. Mhm. Und das einfach nur zur Bühnenshow zu machen, das will man in Hamburg gar nicht so gerne sehen. Mir wird oft gesagt, das ist uns ganz recht, so ein bisschen dieses hanseatisch ruhigere und Ernsthafte. Herr Tschentscher, es ist Zeit, Ihnen die Geheimfächer zu zeigen. Aha. Hier, zack, haben wir Hamburger Ahoi-Brause. Lecker. Extra besorgt. Und dort vorne im Handschuhfach finden Sie auch noch salzige Heringe und auch noch Brause in anderer Darreichungsform als Pulver. Sie können also zugreifen. Ich habe ein Zitat für Sie. Das gebe ich Ihnen jetzt mal. Das können Sie einmal bitte. Soll ich das laut vorlesen? Laut vorlesen und dann raten. Wir stecken in Moment, mitten, raten, wer es gesagt hat. Wir stecken inmitten einer Phase des Wandels. Und was in dieser Phase am schwierigsten ist, das ist, dass wir unsere Gewohnheiten ändern müssen. Wer könnte das sein? Ist das eine Person, die ich kenne? Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Könnten wir vorstellen, dass das jemand aus der Digitalbranche ist? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Es oder ist aus der Bewegung Fridays for Future. Ich verrate es Ihnen. Ja. Es war Anne Hidalgo, französische Pariser Bürgermeisterin. Paris macht sich ja wirklich sehr viele Gedanken beim Thema Klimaschutz und geht da ja auch sehr stark voran, auch besonders ohne Anne Hidalgo. Und deswegen ja auch dieses Zitat, wir müssen unsere Gewohnheiten ändern. Glauben Sie, dass die Hamburgerinnen und Hamburger bereit sind, ihre Gewohnheiten zuliebe des Klimas wirklich zu ändern? Das sind wir. Und es ist in Paris so wie in Hamburg. Wir kommen eben in einer so verdichteten Metropole nicht zurecht, wenn alle mit dem Auto fahren. Und deswegen machen wir, wie auch in Paris, fördern wir den öffentlichen Nahverkehr. Wir bauen neue U- und S-Bahnen. Es geht gar nicht im Zentrum anders, als dass die meisten eben mit der Metro fahren, also unterirdisch unterwegs sind. Also, dass sie neue U-Bahn bauen wollen. Aber was ist denn als Bürger, was muss ich für eine Gewohnheit verändern, damit ich einen Beitrag, einen positiven Beitrag zum Klima leiste? Ich muss gar nicht, sondern es ist... Wir wollen es hinbekommen, dass Leute sagen, ich will ja mobil sein. Und die Gewohnheit besteht bisher darin, morgens ins Auto zu steigen, sich zu ärgern, dass man nicht schnell genug vorankommt und dann wieder auszusteigen und bei der Arbeit im Studium zu sein. Was auch immer man macht. Und die Gewohnheit darf sich gerne ändern, indem wir allen anderen auch Mobilitätsangebote machen. Das heißt, den Radverkehr ausbauen. Wir bauen jedes Jahr 30, 40 Kilometer Radwege. Eben ein Bussystem auszubreiten, dass alle Stadtteile erreicht werden. Wir wollen sehr viel mehr Buslinien einführen, Busse beschaffen, die die Stadtgebiet insgesamt besser erschließen. Aber verstopfen die Straße dann nicht auch wieder? Deswegen tun wir den wichtigsten und größten Schritt, dass wir wieder auf diese U- und S-Bahn setzen. Das gibt Last sozusagen unter die Erde. Genau das ist das Konzept von Paris, von Shanghai, von großen Städten, die dann auch oberirdisch mit dem Autoverkehr besser zurechtkommen. Dazu gehört aber, dass alle mitmachen, dass Leute dann auch bereit sind, umzusteigen. Fridays for Future, die sagen trotzdem, trotz der Maßnahmen, die sie geplant haben,
Muss man ja dann auch gucken, ob es wirklich alles umgesetzt wird und das so funktioniert. Wie, ja, das kann man natürlich immer sagen. Nee, aber wir haben letztens, das stimmt, aber der Unterschied zu anderen ist, wir von der SPD regieren in den letzten 9 Jahren und wir haben alle unsere Pläne umgesetzt. Das klingt alles tippitoppi, Herr Tschentscher, aber dann frage ich mich trotzdem, wenn die SPD die letzten 9 Jahre dran war, warum ist Hamburg dann Staustadt Nummer 1? Weil es eben allen Metropolen so geht wie uns, dass das Wachstum dazu führt, dass und die stärkere Mobilität, diese ganzen Online-Handel, dieser ganze Lieferverkehr, das belastet die Städte. Wir sind eben noch nicht am Ziel. Wir haben viele Themen gelöst, wir sind top in der Bildung, wir sind eine Wissenschaftsstadt geworden. Im Verkehr, sagen wir ja, muss in den nächsten 10 Jahren die Verkehrswende eintreten. Aber das dürfen wir nicht mit falschen Ansagen und Konzepten machen. Es gibt eine neue Initiative, die ja eine autofreie Hamburger Innenstadt fordert. Die wollen jetzt Unterschriften sammeln. Würden Sie das unterstützen? Wir unterstützen das da, wo es geht und wo es sinnvoll ist, wo es abgesprochen ist. Man muss aufpassen, es gibt autofreie Innenstädte, die verödet sind. Wir wollen mehr Bewegungsmöglichkeiten im innerstädtischen Raum. Deswegen müssen wir auch und wollen wir auch abschnittsweise Autofreiheit einführen. Aber sozusagen die gesamte Innenstadt, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Aber man könnte doch auch mal sagen, Hamburg als Weltstadt, als Stadt, die auch im Ausland bekannt ist, als zweitgrößte Stadt Deutschlands, wir setzen jetzt mal wirklich ein Zeichen für den Klimaschutz, gegen dieses ganze Mobilitätsverkehrschaos, was Großstädte haben. Und wir gehen jetzt mal mutig voran und setzen wirklich mal ein Zeichen und machen eine autofreie Innenstadt. Das wäre ja, doch mal Mut. Dass Sie versuchen, Symbole und Zeichen zu setzen, aber wenn die am Ende schief gehen, dann haben Sie eine große Vision voll gegen die Wand gefahren. Und das haben wir in Hamburg mehrfach erlebt. Wenn Sie sich an die HSH Nordbank erinnern, das war eine große Vision einer internationalen Investmentbank. Und am Ende war es eine Milliardenpleite. Und deswegen müssen wir vernünftig überlegen, ob das ein richtiges Signal ist. Und ich glaube, wir müssen auch die Innenstadt stärker mit sozusagen autoärmer machen. Aber diese großartigen Vorschläge, die dann nicht realitätsgerecht sind, die einfach nicht funktionieren, die werden dann zum Boomerang. Und deswegen sage ich, Visionen sind gut, Illusionen sind ein Problem. Das also keine radikalen Maßnahmen, keine großen keine Zeichen. Schnapsideen, keine Schnapsideen, sondern sich rantasten und sinnvolle Schritte tun, große Schritte auch tun. Aber die gesamte Innenstadt, die Ost-West-Straße, die Lombardsbrücke, das sind richtige Verkehrsachsen. Wenn Sie die stilllegen, dann wird es in ganz Hamburg, was Sie gerade als Staustadt beschreiben, einen Kollaps geben. Und dann reichen wir die Beschwerden mal an die weiter, die dann Signale setzen wollen. Da werden viele Leute sagen, ich bedanke mich für solche Signale, seht mal zu, dass es funktioniert. Wir in Hamburg sind genau ein Beispiel dafür, wie man es machen muss. Allerdings muss man sich natürlich angucken, wenn man sich die Balkenverteilung anschaut und die Gewinne und Verluste zur letzten Wahl. Da muss man sagen, oh, jetzt ist hier gerade eine rote, ich wollte Ihnen was demonstrieren, aber es geht jetzt nicht. Da muss man sagen, das, was Sie verloren haben, haben die Grünen dazu gewonnen. Ja. Das sind ungefähr 16% Verluste aktuellen Umfragen. Es geht nicht um irgendwelche Stimmungen, die man hat oder nicht hat, sondern es geht um die Frage, wie soll es in Hamburg weitergehen? Das ist die politische Richtung, deswegen muss man sich fragen, was ist bisher passiert? Wer ist glaubwürdig und wer ist kompetent? Wer kann auch etwas umsetzen von dem, was er bespricht? Verspricht. Da, glaube ich, haben wir als Hamburger SPD ein bisschen was an Referenzen abgeliefert. Und das Zweite, es geht wirklich auch ums Bürgermeisteramt. Und dort freue ich mich, dass ganz viele in Umfragen sagen, der soll das mal weitermachen, denn ich würde das gerne weitermachen. Ja, Herr Tschentscher, das bringt Ihnen natürlich nichts, wenn die Sie alle als Bürgermeister haben wollen, wenn aber niemand die SPD wählt. Und wenn die anderen sich dazu entschließen, die Grünen zu wählen, dann heißt es Ciao, Tschentscher. Deswegen sage ich ja auch allen Leute, das ist nett, dass ihr mich unterstützt und dass ihr das gut findet. Macht eure richtigen Kreuze. Aber das ist ja etwas, was Wählerinnen und Wähler selbst entscheiden. Das finde ich das Schöne. Man muss ja sagen, wir sind ja ein bundesweiter Sender, es kennt sich nicht jeder jetzt mit Hamburger Politik aus. Sie, Frau Fegebank, kandidieren fürs erste Bürgermeisteramt. Und das wäre eine Sensation, weil Sie die erste Frau wären und die erste grüne Bürgermeisterin. Ja. Ja. Und Sie haben sich ganz bewusst dazu entschieden, dieses Amt anzustreben. Hat sich die Beziehung jetzt verändert? Ich muss gestehen, das ist eine ungewöhnliche Situation. Mhm. Erstens, weil wir aus einer ganz anderen Situation in diesen Wahlkampf gehen.
in der Vergangenheit war immer klar, aus der Opposition heraus zu versuchen, die Regierung zu diskreditieren, die Regierung und die Regierungsarbeit in Frage zu stellen und natürlich das halt jetzt blöd, ne? Zu erheben. Natürlich. Jetzt sitzt man mit im Boot und an Bord. Also das macht es jetzt schon ein bisschen anders als sonst, weil wir im unmittelbaren Wettbewerb stehen. Aber wir versuchen es, oder ich zumindest, versuche es echt sportlich zu sehen und auch mit Spielfreude jetzt durch die Wochen zu gehen, weil es auf der einen Seite eine besondere, auf der anderen Seite natürlich eine spannende Situation ist, was ganz Besseres für die Demokratie geben, als den Menschen eine echte Wahl zu ermöglichen. Aber ich meine, gerade das Vermummungsverbot ist ja wirklich, dass sie das ins Regierungsprogramm auch reingeschrieben haben. Warum sollen Polizisten jederzeit identifizierbar sein und Demonstranten können sich sozusagen vermummen? Das kann doch nicht so viel Sinn. Wir sind ja gegen Vermummung. Das ist ja kein Aufruf, sich zu vermummen. Und wir haben jetzt auch einige Fälle gehabt, gerade rund um G20 natürlich oder auch die Attacke auf unseren Innensenator, schrecklich, wo das Thema Vermummung natürlich nicht nur diskussionswürdig ist, sondern nach allen Mitteln und nach allen Regeln der Kunst auch bestraft werden muss. Aber warum will man es dann entkriminalisieren? Setzt das nicht ein falsches Zeichen? Nein, um der Polizei eine größere Flexibilität zu geben und entsprechend der Lage eine Einschätzung vorzunehmen, denn das kann ja die Polizei vor Ort tatsächlich am besten. Und ansonsten gilt, Gesicht muss gezeigt werden. Wer demonstriert und für eine Sache eintritt, der muss sein Gesicht auch zeigen. Ich nehme hier mal so einen Salzhering. Das finde ich gut. In der Tat, ich bin nicht so die Frühstückerin. Und den Tag gleich mit Lakritz zu starten. Ist doch nicht verkehrt. Ist optimal. Mal gucken, wie mein Magen dann später reagiert. Das waren jetzt. Gibt gleich eine Handvoll. Tun wir hier noch hin, das ist gut. Das ist nachhaltig. Ist für die Grüne Linksextremismus in Hamburg, sehen Sie das als Problem an? Oder warum haben Sie das im Wahlprogramm nicht thematisiert? Man darf nicht verhehlen und es hat eine Zunahme auch an linksextremen Übergriffen und Taten gegeben. Zuletzt in äußerster Brutalität gegenüber dem Kollegen Andi Grote, gegenüber unserem Innensenator. Und es ist ein Thema, mit dem wir uns intensiv auseinandersetzen müssen, ohne Frage. Warum steht es da nicht im Wahlprogramm drin? Wir haben einen anderen Fokus gesetzt und das Thema Linksextremismus ist eins, mit dem wir uns fortlaufend dann im Regierungshandeln auch auseinandersetzen müssen. Ich finde, da muss man dann auch ein Stück weit reagieren auf gesellschaftliche Entwicklungen. Das ist ja nichts, was in Stein gemeißelt ist, was in unserem Wahlprogramm steht. Das ist eine Orientierungshilfe, das ist etwas, was ein Stück weit unser Wertefundament beschreibt und aufgreift. Und es muss dann aber immer natürlich den Praxistest bestehen. Thema autofreie Innenstadt ist ein ganz wichtiges Thema im Wahlkampf. Ja. Ich glaube, Sie, die Grünen, haben gesagt, oder Sie haben zuletzt gesagt, ich weiß gar nicht, ob es im Wahlprogramm drinsteht oder ob Sie es gesagt haben, dass Sie innerhalb der nächsten Jahre schrittweise autofreie Zonen einrichten wollen. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir uns zum einen voneinander unterscheiden, nicht nur im Wahlkampf, sondern auch von unserer Grundhaltung. Ist die Stadt für die Menschen da oder ist sie für Autos da? Und wir wollen natürlich eine menschengerechtere Stadt schaffen und nicht eine, die einfach ganz viel Platz, begrenzten kleinen Platz in einem Stadtstaat, in einer Metropole wie Hamburg für Autos lässt. Und da brauchen wir ein Umdenken. Ich habe den Eindruck, da passiert schon ganz viel auch in den Köpfen. Die Bereitschaft darüber zu diskutieren, vielleicht auch zu streiten, die ist viel größer, als ich es erwartet hatte. In Ottensen beispielsweise, wo wir ein autofreies Quartier haben, habe ich das Gefühl, dass die Anwohner ziemlich begeistert sind. Aber da gab es andere Probleme. Mhm. Und natürlich darf man nichts überstülpen und verordnen und sagen, so machen wir das jetzt ab morgen und seht zu, dass ihr eure Autos hier rauskriegt. Das muss schon in einem Dialog auf Augenhöhe passieren, wo man auch Bedenken aufgreift und vor allem in einem Wettbewerb um die besten Ideen hoffentlich dann auch die beste Lösung findet.
Frau Fegemann, das hat sich jetzt überhaupt nicht grün für mich angehört. So klassisch, was man so denkt. So grüne, alte Verbotspartei, tja, so ein bisschen dogmatisch unterwegs, sondern wir dürfen niemandem was überstülpen, sondern wir müssen alle mitnehmen. Das hört sich richtig bürgerlich an. Ja, sehen Sie mal. In der Tat ist das, und wir waren ja sehr stark bei den Bezirks- und Europawahlen, ist das ein Kurs, den wir schon seit vielen, vielen Jahren konsequent in den Bezirken, also kommunal und vor Ort verfolgen, dass man Ideen entwickelt, dass man vielleicht auch was aufgreift, was man sieht in anderen Städten, zum Beispiel Kopenhagen oder in holländischen Städten, die Radverkehrsstrategie, und dann überlegt, wie können wir die bestmöglich hier in der Stadt umsetzen, und das funktioniert in der Regel nur, wenn man dafür Mehrheiten hat. Und auf diesem Weg muss man die Leute mitnehmen. Das muss ja auch Spaß machen. Spaß am Diskurs, Spaß an der Diskussion, aber dann vor allem auch Freude am Ergebnis. Haben Sie zurück in die Zukunft geguckt? Ja, und zwar mehrfach, also im Kino. Damals im Kino? Ich gestehe ein Jahr, aber wobei ich, wenn ich die Geschichte erzählen darf, wir wollten zu einem Konzert fahren nach Berlin. Damals noch West-Berlin, und an der Grenze wurden wir gefragt, das war Star Council in Berlin, wo wir denn hin wollen, in die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik oder nach West-Berlin. Und da wir als CDUler ein bisschen provozieren wollten, haben wir den DDR-Grenzer einmal gesagt, Berlin. Das haben wir viermal gemacht, und nach dem vierten Mal sagte er, so, jetzt drehen Sie um, Sie kommen nicht mehr nach Berlin. Ach, selber und wir sind zurückgefahren, ne? Mit tollen Konzertkarten, und haben gesagt, aus Trotz gehen wir ins Kino, zurück in die Zukunft. Und dann haben Sie zurück in die Zukunft geguckt? Dann haben wir zurück in die Zukunft geguckt, ja. Beim Fahren muss man ja essen. Ich zeige Ihnen unser Brausefach. Einen Moment. Schauen Sie hier. Zack! Oh. Da ist das Brausefach. Es gibt Ahoi Brause, aber... Und es gibt sie in unterschiedlichen Darreichungsformen. Wir haben da einen Klotz und vorne ich habe einfach eine genommen. Ist das? Das ist, ich muss Ihnen erst das Angebot darlegen. Ach so, okay. Da ist das Brausefach mit den Klötzen. Hier sind noch diese Teile. Und öffnen Sie mal das Handschuhfach. Da ist auch noch Pulver, Brausepulver und salzige Heringe. Oh, salzige Heringe sind gut. Ja, Sie dürfen sich jetzt was aussuchen. Ich würde hier jetzt eine Brause. Da hat man immer Alkohol zugetrunken. Da gab es noch, was war denn das? Elbig oder Tequila oder... Ja, das haben wir jetzt leider nicht. Ich meine, Sie könnten das machen. Ich kann das nicht machen. Ich muss ja fahren. Ja, vielleicht würden Sie dann schneller oder besser fahren, wenn Sie es machen. Meinen Sie, dann würden Sie wir auf die 140 Kilometer pro Stunde kommen und in die Zukunft reisen? Und dann in die Zukunft auch reisen. Ohne Fluxkompensator? Ja, aber sehr schmackhaft, sehr lecker. Lecker, ne? Was haben Sie genommen? Welche Farbe? Grün. Ach, schauen Sie mal. Sie haben mal gesagt, kurz vor dem Wahlkampf, wir machen kein Programm für die Grünen. Wenn man sich das Wahlprogramm jetzt mal anguckt von der CDU in Hamburg, dann kann man sich schon die Frage stellen, wie sehr Sie sich da gedacht haben, wenn wir das und das jetzt da reinschreiben, dann haben wir vielleicht eine Chance, mit den Grünen in Hamburg zu koalieren. Und die, ich glaube, es war die Hamburger Morgenpost, die titelte sogar... Warten Sie, ich muss gucken. Die titelte wirklich ein CDU-Mann. So grün ist Spitzenkandidat Markus Weinberg. Aber auf solche Gedanken können doch nur Redakteure kommen, die recherchieren, was in irgendwelchen Zeitungen stand. Nein. Aber also Sie waren sogar im Bild, das Bild, was dazu passte, ne? Sie und Ihre Elektro-Vespa. Elektro-Vespa, ja, aber das ist doch, ich kaufe mir doch keine Elektro-Vespa, um den Grünen zu gefallen. Und ich schreibe auch kein Wahlprogramm, um den Grünen oder der SPD zu gefallen. Sondern die Idee ist doch eine Geschichte der Stadt, das ist doch die Menschen mitzunehmen. Und jetzt kommen wir mal auf Hamburg. Was zeichnet Hamburg noch aus? Hamburg zeichnet auch aus, dass die Menschen sagen, ja, wir wollen Industriepolitik, wir sind ein Hafenstandort. Da übrigens haben die Grünen in weiten Teilen, meine ich, falsche Zukunftskonzepte. Deswegen haben wir uns ja auch jetzt ausgesprochen in erster Präferenz für eine andere Koalition. Aber das Besondere an Hamburg ist diese neue Bürgerlichkeit. Wir wollen einen Hafen haben, der stark ist, eine Industrie, die stark ist. Wir wollen Sicherheit haben. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch eine gesunde Umwelt haben. Wir wollen den Klimawandel bekämpfen. Wir wollen eine leise und klimaneutrale Mobilität haben. Und das zusammenzubringen, ist doch für uns als Christdemokraten in Hamburg, wir wollen ja die Stadt repräsentieren.
Herr Weinberg, wenn Sie jetzt auf die Brause Wasser trinken, weiß ich nicht, was in Ihrem Mund passiert. Nur blubber ich. Machen Sie. Ich übernehme keine Verantwortung. So, alles gut. Merken Sie das in Hamburg auch? Ich meine, Sie waren jetzt auch viel in Berlin, weil Sie im Bundestag ja noch sind. Aber merken Sie das, dass Sie eine gespaltene Gesellschaft beobachten, wie das oft gesagt wird? Aber erleben Sie das auch wirklich? Also sie ist noch nicht gespalten, aber sie spaltet sich allmählich. Und deswegen müssen wir jetzt gegenarbeiten. Noch kann man sagen, wir leben in einer wirklich wunderbaren Gesellschaft, die demokratisch ist, die tolerant ist, die offen ist. Aber man merkt auch mehr und mehr schon Polarisierung, extreme Reformen der Kommunikation. Hate Speech und ähnliches ist ja bekannt. So, und ich glaube, es braucht jetzt mal wieder so einen Aufschrei, Zivilcourage, dass man dem begegnet, dass man einfach mal sagt, wir lassen uns hier unser System nicht kaputt machen. Wir sind stolz darauf, dass wir ein demokratisches System haben, ein tolerantes System haben, dass wir Respekt vor anderen Positionen, Kulturen, Religionen haben. Es bedarf jetzt einer starken Mitte, die Ränder wieder zurückzudrängen. Ich mag ja das Moin sehr. Moin, ja. Wobei, das muss man schon sozusagen, es darf nicht zu sehr gespielt sein, das Moin, sondern sag mal Moin, Moin. Einfach ein ignorierendes, so ich habe dich gesehen, ich sag mal Moin, weil ich habe keine Zeit für dich. Ja, dafür bin ich zu offen, ne? Ich bin dann eher so, Moin! Es geht nicht. Kurz überlegen, nein. Das ist sozusagen zu, das ist übergriffiges Moin. 2030, wir fliegen wieder mit dem Fluxkompensator, den wir nicht haben, in die Zukunft. Ist dann die gesamte Hamburger Innenstadt autofrei? Das glaube ich nicht. Das wäre auch eine Überfrachtung und eine Überforderung. Also es gibt Menschen, die sind auf das Auto angewiesen. Nicht man nur, könnte weil doch sie auch mal mutig sein. Ja, man könnte doch mal mutig sein, so wie andere Städte, Oslo, Paris oder so, die schon viel mehr in so eine Richtung gehen, wo Hamburg immer noch hinterherhinkt, könnte man doch auch mal mutig sein und einfach mal ein bisschen radikal sein. Ja, aber ich finde, mutig sein ist richtig, das wollen wir ja auch. Radikal kann man auch sein, aber es darf ja nicht zulasten gewisser Bevölkerungsgruppen gehen. Und es gibt halt Menschen, die sind auf das Auto angewiesen. Und die wollen wir auch nicht ausschließen. Aber die wir können ja dann mit der neuen Metro in die Innenstadt fahren. Ja, dann benutzen sie doch ihr Auto nicht mehr. Das ist doch Sinn der ganzen Geschichte. Wenn ich den Nahverkehr so attraktiv mache, dass alle sagen, ich fahre in die Stadt mit dem Bus, mit der Metro-Tram oder mit dem Fahrrad, dann habe ich das Ziel doch erreicht. Aber deswegen muss ich doch nicht die Innenstadt autofrei machen. Wieso? Dann kann man es doch auch mal einfach machen. Hat man nämlich auch die letzten drei Autos aus der Innenstadt raus. Ich bin dafür, dass wir tatsächlich, und dafür habe ich auch geworben, in gewissen Regionen schaut, wo kann man dann gewisse Straßenzüge autofrei gestalten. Das muss aber abgestimmt werden mit den Gewerbetreibenden, mit den Anwohnern. Und diese Modelle muss man sich anschauen. Ich glaube, der Weg wird in Hamburg auch so sein. Wir werden auch in Hamburg mehr und mehr die Innenstadt oder die Innenstädte in den Bezirken autofrei gestalten. Aber bitte nicht, und das ist das Gefährliche beim Radikalen, bitte nicht radikal mit Ausgrenzung. Das wird nicht funktionieren. Und wissen Sie, was dann passiert? Dann ist das Thema autofreie Innenstadt völlig vom Tisch. Und wenn die Leute sagen, es hat nicht funktioniert, lasst uns damit in Ruhe. Wollen Sie noch einen salzigen Hering? War gerade meine Idee. Könnt ihr Gedanken lesen? Wollen Sie auch noch einen? Das macht das Auto mit mir. Ich kann in die Zukunft gucken, was Sie innerhalb der nächsten 10 bis 20 Sekunden denken oder sagen werden. Okay. Sie haben von sich selber gesagt, dass Sie streitlustig und rebellisch sind. Das bin richtig? Ich, ja. Wann war denn Ihr letzter richtig fetter, großer Streit? Mit wem hatten Sie den? Naja, das haben wir in der Bürgerschaft dauernd. Das sind meistens politische Streitereien, die ich da meine. Also ich will mal nicht sagen, dass ich im Privatleben besonders zahm bin, aber da streite ich eigentlich eher selten. Aber ich habe irgendwie so eine offene Art, meine Sachen halt auszusprechen und dann, die setze ich dann auch durch. Also ich mag zum Beispiel nicht diese Art, dass manche Politiker sich erstmal 100-mal überlegen, ob sie jetzt was sagen, wie sie es sagen und das durch lauter Filter laufen lassen, das tue ich nicht. Sondern ich finde schon, dass es gut ist, im Meinungsaustausch richtig auch mal das zu sagen, was man denkt. Was genießen Sie denn an Hamburg ganz besonders? Hamburg ist so eine wunderschöne Stadt. Ich habe eine Zeit lang in Brasilien gelebt, was auch echt richtig schön ist. Das kann man ja gar nicht sagen, es ist dauernd die Sonne, wirklich herrlich. Aber es vergingen keine drei Tage, wo ich nicht Sehnsucht nach Hamburg hatte. Mhm. Und witzigerweise auch mal so nach so einem dunklen Tag. Nicht immer nur Sonne und alles fröhlich, sondern ich finde, in Hamburg hat irgendwie sowas, ich hatte was Herrliches. Ich liebe die Alster, die Elbe. Ich finde diese Stadt einfach irgendwie cool. Die Leute sind zurückgenommen, aber trotzdem liberal und selbstbewusst. Ich bin einfach sehr gerne hier. Ich habe hier ein Zitat für Sie.
Das können Sie mal laut vorlesen und mal raten, wer es gesagt hat. Vielleicht wissen Sie es auch, wer es gesagt hat. Wir bekommen ein Problem mit der Meinungsfreiheit in Hamburg und in Deutschland. Na, wer war das wohl? Das könnte sein, dass ich das war. Da haben Sie ganz recht. Das haben Sie gesagt. Mhm. Sie haben gesagt, wir bekommen ein Problem mit der Meinungsfreiheit in Hamburg und in Deutschland. Mhm. Warum finden Sie das? Naja, das eigentlich müsste man sagen, sagen wir mal so, Meinungsfreiheit ist garantiert. Ja, und deswegen denkt auch jeder, wir haben damit kein Problem. Aber ich höre von vielen, vielen Bürgern, und ich kann es auch selber aus der Bürgerschaft sagen, dass eben nicht mehr jeder ganz frei seine Meinung sagt. Weil von der rechten Seite ist, finde ich, der Sprachgebrauch sowas von verroht, ja, dass immer gleich die Keule da geschwungen wird. Und von der linken Seite ist es so, gerade in der Bürgerschaft, dass so die Debatte immer so ein bisschen verengt wird. Aber es ist doch in vielerlei Hinsicht, ich meine, ist es ja gar nicht schlecht, wenn man auch seine Worte ein bisschen mit Bedacht wählt. Wenn man auch sagt, ja, die Grenzen des Sagbaren verschieben sich irgendwo, dann ist es doch eigentlich gut, wenn man zweimal überlegt, ob man sich jetzt so und so zu sensiblen Themen wie zum Beispiel Religion oder was auch immer irgendwie äußert, dass man da wirklich mal vorher nachdenkt, ja, und nicht alles raushaut, weil das ist doch das eigentliche Problem auch in Zeiten von Social Media, Internet, dass die Leute einfach alles rausballern ungefiltert. Ich glaube, dieser Korridor, der in der Mitte sich da immer weiter verengt, um den geht es mir. Es geht mir darum, dass ich weder von rechts gleich so eine Keule drüber kriegen möchte, noch möchte ich von der linken Seite, dass die da ständig festlegen, welche Ausdrücke man benutzen darf. Wenn man sie nicht benutzt, dann ist man irgendwie auch schon überkonservativ. Mich persönlich betrifft das gar nicht so sehr. Ich sehe aber, dass die Leute sich irgendwie nicht mehr so richtig wohlfühlen in der Mitte und sich manche aus dieser Debatte schon so ein bisschen verabschiedet haben. Die Brause kann ich auch sehr empfehlen. Wir haben auch noch verschiedene Farben da. Sie müssen also auch keine grüne Brause essen. Nö, davon würde ich jetzt vielleicht auch absehen. Haben Sie Magenta da? Wir haben Magenta haben wir da. Mhm. Wir haben aber auch Gelb da. Mhm. Magenta ist ja auch tendenziell eher pink. Magenta liebe ich diese Farbe, ehrlich. Ich mag die richtig gerne. Ist ja auch auf Ihren Wahlplakaten drauf. Mhm. Warum ist es für Sie oder für die FDP so schlimm, warum sind Verbote da so ein Tabu? Es gibt ja Möglichkeiten, wo man ohne Verbote nicht auskommt, Gebote und Verbote. Das ist gerade im Strafrechtssystem der Fall. Und auch noch in vielen anderen Dingen, dass ich mich hier zum Beispiel anschneide. Ja? Oder wir haben auch überhaupt nichts dagegen, wenn zum Beispiel in geschlossenen Räumen, wo Kinder sind oder so, Rauchverbot, das halte ich für richtig. Aber da, wo die ihre Verbote aussprechen, sind sie ja völlig sinnlos. Zum Beispiel? Also zum Beispiel, wenn die Grünen sich überlegen, wir sollten doch jetzt besser kein Fleisch mehr essen. Das ändert doch Klima nichts. Also das sind irgendwie, das sind so, Verbote sind irgendwie so ein bisschen mit Moralisierung bei denen verbunden. Und das ist das, was mich daran stört. Ich finde, so eine Generation in so einer Angstposition zu versetzen, um zu sagen, nur durch Verzicht und Verbote wird sich das Klima ändern, das halte ich echt für falsch. Ich komme ja vom Land und da sind wir extrem nachhaltig groß geworden. Ja? Da wurde alles doppelt und dreifach verwendet. Alles kam nur aus dem Garten. Also wir kriegten die Sachen von unseren Vettern und Cousinen, die mussten wir alle auch noch auftragen. Also was heute ist... Das hört sich ganz grün an, Frau von Treuenfeld. Ja, das ist eben das Witzige. Das hört sich nicht grün an, sondern das ist das, wie ich groß geworden bin. Das hat mit Grün, Rot und Gelb überhaupt nichts zu tun. Aber wenn Sie so aufgewachsen sind und eigentlich so ein nachhaltiger Mensch sind, warum kriegt die FDP das dann nicht hin, dieses Thema auch für sich irgendwie zu besetzen, dass die Leute auch denken, ah ja, die FDP ist aber auch eine Klimaschutzpartei. Ich muss sagen, Sie haben recht, natürlich. Bei der FDP geht es ja darum, dass wir effiziente Lösungen finden. Und ich glaube, irgendwann wird sich da die Vernunft auch durchsetzen. Und dahin wird jeder irgendwann kommen. Dass die FDP vielleicht ein bisschen später drauf gekommen ist, das auch so zu erklären, was wir da eigentlich wollen, das finde ich auch. Mhm. Da haben Sie recht, das finde ich auch. Ich hatte gerade neulich eine lange Diskussion mit jungen Leuten darüber. Da bringt es nichts, denen zu sagen, hier, die Marktwirtschaft, die macht das schon, macht euch keine Sorgen. So, das tue ich auch nicht. Ich nehme das schon ernst, dieses Bewusstsein für die Umwelt und für den Klimaschutz was zu tun. Das ist, glaube ich, eins, was wir alle haben müssen. Und deswegen ist es auch gut, dass Fridays for Future auf die Straße gegangen ist, weil das nämlich einen ganz großen Druck ausgeübt hat auf alle Politiker. Ich liebe Spiele. Was ist schlimmer, Shopping Queen oder Dschungelcamp?
Sind Sie Trash-TV-Gucker? Also ich würde mal Dschungelcamp schlimmer. Das macht ich überhaupt nicht. Diese Entscheidung ist für mich ziemlich schnell gefallen. Es gibt ja auch oft immer wieder Politiker, die dann hinterher ins Dschungelcamp einziehen, ne? Wenn die Karriere vorbei ist. Okay, also da kann ich jetzt mal sagen, Blick in die Zukunft, in die nächsten 5 bis 10 Jahre, wenn sie mich da nicht treffen. Das kann ich mit voller Haltung sagen. Und in 15 Jahren? In 15 Jahren schon eher. Nein, 15 wenn die Kohle knapp wird, ne? Wenn die Kohle richtig und das Angebot wird. Stimmt. Und ich meine Lederjacken hier überhaupt nicht mehr anziehen kann. Man muss sich ein bisschen an das Auto gewöhnen, weil es auch so eine Mischung aus Automatik und Schaltwagen ist. Ja. Yeah. Und er hat aber auch keine Servolenkung. Und der Wendekreis ist sehr, sehr groß. Sie sind ja mit Abstand die jüngste Spitzenkandidatin, muss man sagen. 31? 31. Wird man da eigentlich oft unterschätzt? Also das auf jeden Fall. Und man sieht das ja auch bei Kevin Kühnert und anderen jungen Politikerinnen, sag ich mal, dass da ganz oft Vorbehalte sind. Die sind unerfahren, die sind nicht in bestimmten Themen drin, die sind nicht professionell. Also da gibt es schon Vorbehalte. Und ich habe schon gemerkt, dass man sich dreimal mehr anstrengen muss als Menschen, die länger in der Politik sind oder aber auch die älter sind. Es ist eine gute Gelegenheit, Ihnen auch kurz zu zeigen, dass wir hier ein Brausefach haben. Mhm. Es gibt hier Ahoi Brause, ja. Da können Sie jederzeit zugreifen. Und wenn Sie da mal ins Handschuhfach schauen, da gibt es auch noch salzige Heringe. Sind die vegan? Ja. Sind Sie Veganerin? Nee, aber ich esse kein Fleisch. Aha, aber da haben wir vegane salzige Heringe. Das heißt, da können Sie jederzeit mal reingreifen, weil beim Autofahren muss man ja auch ein bisschen essen. Sie sind die einzige Partei, die den Mietendeckel fordert. Warum finden Sie, dass das richtige Mittel für Hamburg ist? Weil man muss sich ja schon mal angucken, im bundesweiten Vergleich gilt Hamburg ja schon als Vorbild, was den Wohnungsbau angeht. Das sehen ja viele Hamburgerinnen und Hamburger anders. Also das brennendste Thema ist eben auch die Mietenpolitik in Hamburg. Das sehen Sie auch, weil so viele auch auf das Thema setzen jetzt im Wahlkampf. Und wenn wir uns die Zahlen angucken, zwischen 2011 und 2019 sind die Mieten ja um fast 18% gestiegen in Hamburg. Also die Mietpreisbremse greift einfach nicht. Und von daher haben wir uns natürlich auch angeschaut, was macht eigentlich die Linke, also beziehungsweise die rot-rot-grüne Koalition, wir regieren ja auch in Berlin mit, in Berlin. Und wir denken, dass der Mietendeckel eben eine Sofortmaßnahme ist, die wirklich ganz schnell Erleichterung schaffen würde. Weil wenn wir 5 Jahre lang einen Mietenstopp hätten, davon würden doch alle Mieterinnen und Mieter profitieren. Dann muss man natürlich sagen, in Berlin haben jetzt, das ist ja auch immer das Argument eben der Gegner, die gegen Mietendeckel sind, dass Wohnungsbauunternehmen dann nicht mehr investieren und dass dann gar keine neuen Wohnungen entstehen. Da gibt es aber die Härtefallregelung. Wenn Vermieterinnen und Vermieter investieren möchten, dann können sie sich auf diese Härtefallregelung auch berufen. Das heißt, sie können dann im Notfall eben auch eine Steigerung der Mieten vornehmen. So, wenn es halt darum geht, die Wohnungen zu sanieren, wenn es halt darum geht, dort etwas zu ändern. Aber was eben dann nicht mehr geht, ist, dass zum Beispiel so Wohnungsunternehmen wie Vonovia die Mieten so steigen lassen können, dass die Menschen eben aus ihren Stadtteilen vertrieben werden. Ich muss immer Berlin als Beispiel bringen, weil da halt ja, der Mietdeckel beschlossen wurde, dass da große Wohnungsbauunternehmen gesagt haben, wenn dieser Mietendeckel kommt, dann fehlen uns über 1 Milliarde Euro in den nächsten Jahren. Und dann, ich glaube, der große Verbund dort in Berlin-Brandenburg hat gesagt, dann bauen wir in den nächsten Jahren die 12.000 geplanten Wohnungen, bauen wir nicht. Und dann entstehen ja keine neuen Wohnungen. Das wollen sie ja eigentlich. Naja, wir wollen ja aber auch, also das städtische Unternehmen auch mehr baut, also mehr Sozialwohnungen baut. Das heißt, bei den Flächen, die in städtischer Hand sind, möchten wir 100%igen Sozialwohnungsbau, weil wir die Situation haben, dass jährlich eben auch tausende Wohnungen aus der Sozialbindung fallen. Und es reicht eben nicht zu sagen, wir bauen, bauen, bauen und am Ende können sich die Menschen eben die Wohnungen nicht leisten. Weil wir auch der Auffassung sind, dass Wohnen ein Grundrecht ist und auch als Grundrecht verankert werden muss in der Verfassung. Und bei
2000 obdachlosen Menschen, über die Dunkelziffer kann ich jetzt erstmal nichts sagen, die in Hamburg auf der Straße verelenden, muss man doch eine radikale Wendung machen. Das bedeutet, wenn wir Leerstand haben und wir aber eine Wohnungsnot in der Stadt haben, dann muss man auch an radikale Maßnahmen wie Enteignung denken. Wollen Sie mal eine Brause? Nö. Nee? Nö. Und einen salzigen Hering? Auch nicht? Nö, jetzt gerade nicht. Haben Sie keinen Hunger? Nee, eine Sonnenbrille hätte ich jetzt gerne. Ja, die hätte ich auch ganz gerne. Habe ich leider auch vergessen. Can I kick it? Lassen Sie uns mal ein kleines Spiel spielen. Wir wollen Sie nämlich ein bisschen besser kennenlernen. Auch für die Leute, die nicht aus Hamburg zugeschaltet sind. Phoenix ist ja ein bundesweiter Sender. Ja. Ich habe hier so Kärtchen. Wir spielen Was ist schlimmer? Mhm. Das können Sie mal vorlesen und dann müssen Sie sich entscheiden, was schlimmer ist. Was ist schlimmer? Geld vergessen beim ersten Date oder kein Trinkgeld geben? Ich finde kein Trinkgeld geben. Ist schlimmer? Ja. Ist auch unhöflich. Total. Und was ist, wenn man richtig, das ist ja immer so eine Frage, ne? Wenn man überhaupt nicht zufrieden war mit dem Service, weil man ewig gewartet hat und weil die Bedienung unfreundlich war und alles, gibt man dann trotzdem Trinkgeld? Also ich gebe trotzdem Trinkgeld, weil ich immer dann überlege, okay, was hat die Person eigentlich an diesem Tag erlebt? Was hatte die vielleicht für Gäste hier sitzen, die vielleicht auch unfreundlich waren? Und ich denke, jeder Mensch hat mal einen schlechten Tag. Das ist ja auch bei Politikerinnen und Politikern so, dass die mal einen schlechten Tag haben und schlechte Laune haben. Und von daher möchte ich auch, dass eben die Arbeit der Kellnerin oder des Kellners auch wertgeschätzt wird. Sie haben jetzt schon im Vorfeld ja gesagt, dass Sie auch gar keine Regierungsbeteiligung anstreben, dass Sie weiter in der Opposition bleiben wollen. Wird das nicht irgendwann langweilig, wenn man nicht mal auch aktiv mitgestalten kann? Also ich denke schon, dass wir aktiv mitgestalten. Die Linke hat sich ja entschieden in Berlin, in Bremen und auch in Thüringen, da waren Sie ja auch. Da war ich auch. Auf YouTube mir angeguckt. Richtig, Testfahrt in genau. Thüringen. Zu regieren. Das liegt aber auch daran, dass SPD und Grüne dort auch bereit sind, etwas zu verändern. Das sehen wir ja in Berlin jetzt. Wir haben ja über die Mietendeckel gesprochen. In Bremen ist es zum Beispiel die Kinderarmut, die man sich dann auch in den Fokus genommen hat. Aber in Hamburg haben wir in den letzten Jahren nicht die Erfahrung machen können, dass Rot-Grün, SPD und Grüne wirklich bereit dazu sind, auch mit uns etwas zu verändern. Und dann kommt ja auch ganz oft so der Vorwurf, ja, so was wollt ihr denn aus der Opposition heraus verändern? Ich denke, wir haben schon so einiges erreicht. Und es gibt auch Beispiele in Hamburg, zum Beispiel der Landesmindestlohn. Wir haben ja jahrelang im Parlament dafür gekämpft und der wurde genau wie der Mietendeckel wirklich immer wieder abgelehnt. Man hat damit argumentiert, nein, man braucht den nicht. Und plötzlich hieß es, okay, wir brauchen den Landesmindestlohn. Ich denke, das ist auch unser Verdienst. Hier stecke ich das mal in den Mund. Ja, aber wenn ich gleich wirklich da schäume, das bitte nicht bringen. Dann schneiden wir das raus. Schmeckt's denn? Sie wollen ja nur meine verzerrten Gesichtszüge. Nein, sehen. Was empfinden Sie jetzt dabei? Das kann ich nicht sagen. Können Sie eigentlich Auto fahren und reden? Ja, sicher. Das merken Frauen, Sie doch. Frauen sind wirklich multifunktional. Genial. Multifunktional? Ja. Multitasking-fähig, richtig, ja. Multifunktional, das gut. War jetzt etwas schräg. Lassen Sie uns mal gerade noch ein bisschen über Hamburg reden, weil in Hamburg sind wir ja. Bürgerschaftswahl am 23. Februar. Was genießen Sie an Hamburg am meisten? Na, das, wo wir gerade sind, der Hafen. Ja. Der Hafen. Das ist das Herz der Stadt. Und es tut mir im Herzen weh, wenn man sieht, wie die Grünen beispielsweise sich der Erweiterung dieses Hafens entgegenstellen. Also den Hafen, den finden Sie am allerbesten an Hamburg oder gibt es noch andere Sachen, die Sie auch mit am besten finden? Hafen, den Bereich der Außenalster sicherlich, Teile von Blankenese finde ich hervorragend. Da kann man im Sommer wunderbar auch am Strand sitzen, Övelgönne. Altona ist zum Beispiel ein Stadtteil, wo ich sage, da muss ich nicht hin. Nein? Also bestimmte Teile von Altona, ganz bestimmte Teile. Ist zu hip? Insbesondere, nein, ich meine nicht das Hippe, aber... Gucken Sie sich mal den Bereich der Flora an. Ja, das ist ja so hässlich, so schmutzig, so schmuddelig. Das ist ja auch im Prinzip so die Steuerzentrale Andere würden der sagen, Linksradikalen in Hamburg. Ja, ich
die auch gerne essen. Da kenne ich auch hippe Lokale und Restaurants. Da muss ich aber nicht nach St. Pauli. Wenn man sich den Wahlwerbespot der AfD zu den Bürgerschaftswahlen anguckt, ne? Das ist klasse, ne? Da ist ja Untergangsszenario at its best, ne? Man denkt wirklich, Hamburg steht vor der Apokalypse. Schwarz-weiße Bilder, dramatische Musik, eine ihre Stimme. Sie haben den letzten Teil des Filmes gar nicht gesehen. Dann, der ist schön bunt. Ja, ne? Aber es kommt und da kommt die Zukunft. Ja. Aber nachgewiesenermaßen schalten die meisten Leute irgendwann ja ab. Das heißt, das Wichtige steht am Anfang. Richtig. Immer. Und das Wichtige bei Ihnen in diesem Wahlwerbespot, da kriegt man wirklich den Eindruck, in Hamburg läuft alles schlecht. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wir haben nur die Schwerpunkte unserer sachlichen Kritik dort im Film aufgenommen, so wie uns das die Bürger auch im täglichen Gespräch nahebringen. Die sind auch stocksauer darüber, dass es in Hamburg noch so eine Art linksradikales, linksextremistisches Steuerungszentrum gibt, wie die Rote Flora. Herr Nockemann, ich habe ein Zitat für Sie. Das können Sie mal laut vorlesen und dann können Sie mal raten, von wem dieses Zitat stammt. Wir können die Welt nicht retten, indem wir uns an die Spielregeln halten. Die Regeln müssen sich ändern, alles muss sich ändern, und zwar heute. Das könnte auch aus Ihrem Wahlwerbespot sein. Das ist aber nicht aus meinem Wahlwerbespot oder auch nicht aus unserem hier in Hamburg. Nein. Das könnte vielleicht irgendwo von Parteifreunden stammen, aber ich will darüber jetzt nicht weiter spekulieren. Also von Parteifreunden außerhalb Hamburgs. Aus der AfD. Ja? Ja, sie liegen ganz knapp daneben, würde ich sagen. Ja? Das ist von Greta Thunberg. Ach so, Greta Thunberg. Greta Thunberg hat das gesagt. Massiv daneben. Aber es passt irgendwie auch so ein bisschen, ist ja auch systemkritisch. Das passt doch irgendwie eigentlich auch zu Ihnen. Ich bin überhaupt nicht systemkritisch. Ich finde es toll, dass wir in einem freien Land, in einem demokratischen Land leben. Unsere Verfassung habe ich als junger Student schon verinnerlicht. Ich kritisiere einfach, dass wir uns in diesem Staat zu wenig an bestimmte Regeln halten, die wir haben. Ja? Ich finde diesen Hype um dieses Mädchen viel zu sehr mediengemacht. Da stecken ganz andere Kräfte dahinter. Das ist ein Fahrradfahrer. Ja, das ist so einer von den Kampfradlern. Ne? Das sind die, die immer so bei Rot über Straße pesen, auch über Sie Fußgänger. Das sind negative Gedanken, Herr Nockemann. Immer das Schlechte. Ich assoziiere all das oder ich habe bestimmte Dinge erlebt. Und das sind solche Radfahrer, die klingeln sie gnadenlos als Fußgänger weg. Die fahren auch dann bei Rot drüber, egal ob da ein Auto kommt oder nicht. Ist übrigens eine Entwicklung, die man heute auch immer häufiger beobachtet. Sie könnten ja breitere Fahrradstreifen machen. Menschen nehmen. Ja, aber das geht doch nur zu Lasten der Autofahrer. Wieso? Das wollen wir nicht. Ja, wenn sie hier einen Fahrradstreifen draus machen, dann haben sie hier nicht mehr zwei Spuren, sondern dann haben sie nur noch anderthalb. Ja, aber schauen Sie mal, wir haben hier 1, 2, 3, 4. Entschuldigung, das ist doch unzulässig. Da sind doch zwei Abbiegerspuren. Die können Sie doch nicht hier. Ja, dann haben wir halt drei Spuren. Wir haben drei Geradeausspuren. Ja. Da können wir doch eine für die Fahrräder dran machen. Ja, genau. An der am Hauptverkehrsweg von Hamburg aus Weststraße, da machen wir dann statt drei Spuren nur noch zwei Spuren, damit hier ab und zu ein Radfahrer, der kommt, dann eine ganze Spur für sich hat, ja? Vielleicht würden die ja mehr Fahrrad fahren, wenn mehr da wäre. Ja, gucken Sie mal, wir haben hier tausende von Autos, die am Tag langfahren. Aber wir haben ein paar Radfahrer. Und da sollen wir für die paar Radfahrer jetzt auch noch eine von den drei Spuren wegnehmen. Hamburg hat auch nicht nur ein paar Radfahrer. Ja, aber Sie haben doch gerade nur eine gesehen. Wo sehen Sie denn jetzt hier Radfahrer? Sie sehen hier hunderte von Autos. Nur weil hier gerade kein Stau ist, heißt das ja auch nicht, dass in Hamburg kein Stau ist. Hamburg ist Staustadt Nummer 1. Da wären noch ein paar weniger Autos gut. Das kommt ja auch immer von uns. Aber jetzt auch hier. Kein Rad unterwegs. Es ist schönes Wetter. Es regnet nicht. Ja? Es ist Samstagmorgen, Herr Nockemann. Da liegen die meisten Leute im Bett und pennen. Ja, natürlich doch. Weil sie freitags abends immer den Verkehr behindern durch ihre Fahrraddemos, die sie am letzten Freitag im Monat ja regelmäßig machen. Wissen Sie, was das für ein Ärgernis für Autofahrer ist? Ach Moment, wir sind ja an der Reeperbahn. Habe ich gar nicht erkannt tagsüber. Tagsüber sehen Sie das nicht, ja. Die Reeperbahn, die sieht ja nachts ganz anders aus als am Tag. Also diese Brause überfordert mich hier wirklich. Sie müssen sie einfach in den Mund stecken und dann kauen.